Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch auf dem ColecoVision zu Frogger. Ja, der gute Mr. Venom 1974 und ich, wir haben letztens festgestellt, dass 2017 ungefähr 80 Spielesysteme und 50 Publisher und ungefähr 200 Spiele-Franchises irgendwie Jubiläum haben. Also Spiele, die sich auf Jahresjubiläen verlagert haben und dort ihre Specials machen, die werden 2017 zeitlich überhaupt nicht hinkommen. Ich habe mir gedacht, wir nutzen den Januar, um das ColecoVision ein wenig zu feiern, denn es gibt noch so viele großartige Spiele, die ich euch auf dem ColecoVision noch gar nicht gezeigt habe. Und anfangen möchte ich ganz einfach mit einer wunderbaren Version von Frogger. Ja, ich als amtierender Frogger-Weltmeister, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem System es war, habe gedacht, ja komm, fangen wir mit Frogger an. Wirklich sehr gelungen, guter Sound, gute Grafik, gute Spielbarkeit. Gibt's da auch was von Ratio Farm? Nein, gibt's nicht, braucht man nicht, wir haben ja Frogger. Haha, Frau, komm her. Wah! Ja, so ist das, wenn man eine Weiber hinterher rennt. So, ab dem zweiten Leben gibt's dann auch dieses typische Beep Beep, wenn er sich bewegt. Unten läuft die Zeit ab. Ja, für alle Leute, die Frogger nicht kennen. Ja, wir müssen den Frosch zeigen, wo er die Locken hat. Nein, wir müssen ihm zeigen, wo er sein Häuschen hat, nämlich hier oben. Dafür müssen wir hier über die Straße rüber und das wird natürlich von Level zu Level schwieriger. Sehr schön. Und wie immer habe ich natürlich Probleme damit, ganz links ins Häuschen reinzukommen. Das war wieder knapp. Und wenn wir natürlich die Frau mit ins Häuschen nehmen, ja, dann gibt es extra Punkte. Was habt ihr denn jetzt gedacht? Das war wieder doof. Also dieses Links, da würde ich einfach sagen, nee, ziehe ich nicht ein. Habe ich kein Interesse dran. Könnt ihr behalten. Boah. Leute, 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 was ist hier los? Die Version ist doch nah am Arcade, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ihr seid doch des Wahnsinns fette Beute. Level Nummer 2. Sehr schön. Wo geht's schon los? Bleibt einfach unten stehen. Die abtauchenden Schildkröten sind wirklich immer a pain in the... Ihr wisst schon, da oben ins Krokodil sollte man übrigens nicht reinspringen, für die, die sich das jetzt gefragt haben. Oder halt Frogger zum allerersten Mal sehen. Soll es ja auch geben. Wir haben ja auch hier als Let's Player einen gewissen Bildungsauftrag, um jungen Menschen solche Spiele nahezubringen. Ich mache schon wieder die Häuschen rechts voll als erstes. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, und hier kommt irgendwie an dieser zweiten Stelle gar kein Baumstamm. Geh weg, geh weg. Geh weg. Danke, Kroko. Nee, macht Spaß, die Version. Absolut gut. ColecoVision ja sowieso ein super geiles Teil. Auch so viele Spiele, wie gesagt, die wir uns angucken müssen. Oder sollten. Und auch werden. Ja, das ist irgendwie... Wenn da kein Baumstamm kommt, hat man ein Problem. Taucht bloß nicht ab, ihr Lümmel. Muss natürlich auch immer die Zeit unten im Blick haben. Das ist gar nicht so easy. Hilfe. Ja, einmal komplett mit euch rüberreisen. Das sollte... Nein! Warum? Warum? Auf den Rücken vom Krokodil kann man noch drauf springen. Skandalös. Skandal. Rennfahrer. Jetzt aber. Geh weg. Mein Gott. Doofes Kroko. Ich brauche auch noch ein paar Punkte für ein Extra-Leben. Ich denke, 10.000 Punkte sollte uns ein Extra-Leben bescheren. Das ist aber noch ein weiter Weg bis 10.000 Punkte. Ei, 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 ei. Schlange. Die Schlange geht mir echt auf den Keks. Ja, toll. In die Falle geraten. Nein! 7.850 Punkte. Das machen wir gleich nochmal. Komisch, dass beim ersten... Mein Gott. Dass beim ersten eben noch kein Piep-Piep ist, wenn er sich bewegt, dieses... Whip, 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 whip. Ah, da war ich leider wieder zu gierig. Zu gierig nach der leckeren Fliege. Fliege.
Weibchen. Zack, ab ins Häuschen und dann knickknack. Kleine Fröschchen machen. Ja, liebe Kinder, so werden Frösche gemacht. Indem Papa Frosch über die Straße hüpft, ins Wasser rein und stirbt. Nein, wenn ihr euch jetzt fragt, Frösche und Wasser ist eigentlich keine tödliche Kombination. In der Regel nicht. Nur bei Frogger. Ja, komm, weiter. Das war wieder sehr clever von mir. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist irgendwie der Wurm drin. Das ist aber öfter so. Zack, und nochmal die Fliege. Ist der Level jetzt gerade schneller geworden? Was ist denn hier los? Betrug. Ja, sehr geile Version. Kann man nicht anders sagen. Grafisch gefällt mir das sehr gut. Es hört sich toll an. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Naja gut, dann haben wir das Häuschen schon mal zu. Ja, einmal hier zwischen Rennwagen und Familienwagen einmal durch. Sehr gut. Ja, ich konzentriere mich gerade sehr. Das merkt ihr vielleicht. Zack. Und für die, die sich fragen, was passiert, wenn man oben gegen die Wand springt? Ja. Froscheintopf. Wie beim Franzosen. Hat schon mal jemand von euch Frosch gegessen? Froschschenkel? Ich kann mir das nur sehr schwerlich vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja. Nein! Okay, damit wäre auch die Frage geklärt, ob man in dieser Version durch den Bildschirm rein kann. Also von links nach rechts oder rechts nach links. Nein, das funktioniert nicht. Frogger auf dem ColecoVision. Sehr geiles Teil. Gibt von mir einen Daumen nach oben. Bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Bye, bye.